Okay, erstmal musst du wissen, dass Frauen gerne nach einer Ausrede suchen, um nicht mit dir ins Bett zu steigen, obwohl sie eventuell Lust drauf haben. Wir Männer hingegen sind sozusagen immer bereit und Frauen wissen das auch. Würde sie nun jedes Mal einwilligen, dann stünde ihr Ruf auf dem Spiel und sie hat verständlicherweise auch keine Lust drauf, dein bloßer Gebrauchsgegenstand zu sein. Das im Hinterkopf kannst du dir dennoch sicher sein, dass Frauen vollständig auf die Worte eines Mannes abfahren. Und dass es ein paar Kniffe gibt, wie du sie mit den richtigen Worten und der richtigen Tonalität in Stimmung versetzt. Das erste, was ich dir auf den Weg geben will, ist, dass eine Frau immer deine Animation braucht, um irgendetwas zu tun. Also auch um in Stimmung zu kommen. Von alleine wird das nicht passieren. Und sie wird auch nicht den ersten Schritt für irgendetwas anderes machen. Das ist beim Ansprechen genauso der Fall wie bei Pillow Talk. Viele bekommen das heute ja in den falschen Hals. Aber es ist nun mal ein Naturgesetz, dass Frauen folgen wollen, dass sie Männer mit Autorität und Führungskraft bevorzugen und dass sie mutigen und beherzten Männern komplett verfallen sind. Wenn du Pillow Talk initiierst, dann hilfst du der Frau sozusagen zu realisieren, dass du ein solcher beherzter Mann bist und sie deiner Führung vertrauen kann. Andersherum funktioniert das einfach nicht. Das hat auch nichts mit Rollenverteilung zu tun oder sozialer Konditionierung oder ähnlichem Humbug, sondern wirklich mit ewigen, unantastbaren Gesetzen der Natur. Ich meine, stell dir mal vor, du sitzt irgendwo auf einer Parkbank. Eine heiße Frau kommt zu dir rüber, sagt dir, dass sie dich extrem süß und interessant findet und sie dich unbedingt kennenlernen will. Wird nicht passieren, sind wir uns einig, stimmt's? Genauso ist es bei Pillow Talk. Die Frau braucht dich, damit die Kugel überhaupt ins Rollen kommt und Stimmung aufgebaut werden kann. Regel Nummer 1, wenn es hier sowas wie Regeln gibt, ist also: Wichtig ist, dass du etwas sagst und nicht darauf wartest, dass sie es tut oder irgendetwas von alleine geschehen wird. Egal übrigens, ob du deine Partnerin oder eine Frau, die du gerade erst kennengelernt hast, in Stimmung versetzen willst. Der nächste Aspekt ist die möglichst intime Atmosphäre, die du herbeiführen solltest. Intim bedeutet ja vertraut bzw. innig verbunden. Und genau das ist die Voraussetzung, dass deine Worte, die du ablässt, auch Gehör finden und Wirkung erzielen. Denk dran, vermutlich versucht sie hier noch Ausreden zu finden, um es nicht mit dir zu tun, obwohl ein Teil von ihr schon extreme Lust drauf hat. Wenn sie dir vertraut und weiß, dass sie bei dir sicher und geborgen ist, dann wird sie nach und nach weitere Barrieren überwinden, die sie noch haben könnte, bevor sie sich dir hingibt. Die Atmosphäre sollte also von viel Ruhe, die du ausstrahlst, geprägt sein. Keine nervösen Bewegungen, keine unerwarteten emotionalen Ausbrüche, keine markanten Mimiken. Es geht hier wirklich nur um die Frau und dich, sowie um die Chemie, die du zwischen euch beiden kreierst. Hier gehören auch inniger Blickkontakt, relative körperliche Nähe und eine weitestgehend ablenkungsfreie Umgebung dazu. Das bringt mich dann auch direkt zum Tonfall deiner Stimme. Was du sagst, ist schon wichtig, aber wie du es sagst, kann unter Umständen noch wichtiger sein. Das Zünglein an der Waage, sozusagen. Natürlich ist es von Vorteil, wenn du eine richtig tiefe Stimme hast. Je tiefer, desto besser. Eine hohe Stimme suggeriert nun mal Aufgeregtheit und Nervosität und eben auch ein Stück weit Unreife und mangelnde Selbstkontrolle. Und wenn du nervös und unsicher wirkst, wird sich auch die Frau so fühlen. Da Frauen gerne und auffällig oft den Gemütszustand des Mannes annehmen bzw. diesem folgen. Wie gesagt, ist deine Stimme zwar Veranlagung, aber auf der anderen Seite sprechen und kommunizieren die meisten Männer im Alltag und ich würde sagen gerade im Umgang mit Frauen zu hoch für ihre Stimmlage. Das kannst du ja selbst mal bei dir testen. Wenn du in einem absolut tiefen, entspannten Zustand bist, sagen wir direkt nach dem Aufstehen oder du irgendwo etwas rüberbringen willst, von dem du vollständig überzeugt bist, dann wird deine Stimme automatisch tiefer und deine Tonalität unaufgeregter sowie überzeugender. Diesen Zustand kannst du vor der Frau mit etwas Übung auch herbeiführen. Nämlich, indem du dir in deinem Inneren bewusst machst,
dass du die Frau bereits in der Tasche hast, dass es für dich nichts zu beweisen gibt und dass die Frau eigentlich schon wahnsinnig Lust auf dich hat. Was ja eigentlich sowieso der Fall ist, wenn sie eine Frau aus Fleisch und Blut ist. Rein inhaltlich bewegst du dich bei Pillow Talk auf der Vorstufe zum Dirty Talk. Das heißt, du darfst hier und da Komplimente machen, du darfst relativ direkt sein und du kannst sie spielerisch necken und solltest natürlich auch Humor nutzen. Fall hier aber noch nicht mit der Tür ins Haus. Wenn du zu schnell zu derbe Worte wählst oder deine eigene Lust zu aggressiv zum Ausdruck bringst, dann verschreckst du das Rehlein und es läuft zurück in den Wald. Lass sie am besten wissen, dass du den Moment mit ihr genießt und tauche auch ruhig etwas in ihre Gefühlswelt ein. Indem du sie zum Beispiel fragst, was so in ihr vorgeht, vielleicht wie sie ihren Tag verlebt hat, was sie erfreut hat, welche Gefühle sie über den Tag hatte und worauf sie sich in der Zukunft freut. Für Frauen geht's bekanntlich nur und ausschließlich um Gefühle und Emotionen. Und deine Aufgabe ist es, die positiven Gefühle der Frau mit dir und deiner Gegenwart zu assoziieren. Wenn sie also irgendetwas für sie Herausforderndes erwähnt, das sie vielleicht beunruhigt, dann ist es an dir, den beruhigenden und ausgleichenden Pol einzunehmen. Alles ist in bester Ordnung. Die Frau ist bei dir sicher und du bist derjenige, der bei ihr positive Gefühle und Emotionen hervorruft. Mach an dieser Stelle aber nicht den Fehler, der Typ sein zu wollen, bei dem sie sich ausheulen kann. Wenn du das tust, dann landest du schneller in der Kumpelschublade, als du gucken kannst. Du bist nicht ihr Kumpel, sondern jener selbstbewusste Mann, der sie sexuell begehrt und einfach nur für sich haben will. Das muss sie wirklich wissen und das ist auch eine Grundregel, um Frauen in Stimmung zu versetzen. Deine Geborgenheit und deine Obhut, die du der Frau gewährst, sind also keine Freundschaftsdienste, sondern eher, man könnte sagen, deine Besitzansprüche. Machen wir uns doch nichts vor, Frauen lieben diese Besitzansprüche bei Männern und ohne sie kannst du auch nichts im Leben erobern, schon gar nicht Frauen. Auch wenn das nicht jede Frau so ohne weiteres zugeben würde, so handeln sie doch danach. Das siehst du im Beziehungsleben wie im Berufsleben und generell bei der starken weiblichen Vorliebe für Männer mit Macht, Einfluss und Autorität. Zusammenfassend bringst du Frauen dann mit deinen Worten in Stimmung, wenn du kokett und gleichzeitig so ausgeglichen und entspannt wie möglich wirkst. Frauen, die nicht auf Pillow Talk und Dirty Talk stehen, müssen meiner Ansicht nach innerlich tot sein. Aber diese Art von Frauen, die kenne ich eigentlich nur vom Hörensagen.